Küssen bedeutet Nähe. Manchmal sogar Tod. Erlösung, Trost oder Ehrerbietung. Im schönsten Fall ist er ein Wunder der Liebe, bei dem sich Grenzen verschieben. Madame, ich lieb Sie seit vielen Wochen. Wir haben manchmal auch davon gesprochen. Was nützt das alles? Mein Pech dabei ist, dass auch Ihr Herzchen leider nicht mehr frei ist. Ihr Blick bietet mir, sei still. Doch träume kann ich, was ich will. Ich küsse Ihre Hand, Madame, und träume es war Ihr Mund. Der Mundraum, die Zunge und die Lippen. Diese Intimzonen des Menschen markieren eine Grenze zwischen Lust und Ekel, zwischen dem Wunsch nach Verschmelzung und Abwehr. So auch der Kuss. Er ist immer mehrdeutig, oft ambivalent und erschöpft sich sicher nicht in der Beschreibung seiner vielfältigen Erscheinungsformen wie Wangenkuss, Bruderkuss, Handkuss, Freundschaftskuss, Zungenkuss oder Intimkuss. Küss ich statt Ihrer Hand, Madame, nur Ihren roten Mund. Und Mund, Zunge, aber auch Zähne spielen so gesehen die Hauptrolle in unserem Liebes- und Naheverhältnis. Von diesen Organen aus betrachtet, erforscht Hartmut Böhme Affekte und Fantasien, aber auch Literatur oder Kunst und wie sie mit dem Kussmund verbunden sind. Natürlich gibt es Küsse, die so heftig und so leidenschaftlich sind, dass man eigentlich dabei sich gegenseitig trinkt und frisst und ineinander versinkt und wo die Grenzen sich auch zwischen den Personen auflösen und damit etwas gewissermaßen Hingerissenes und Ekstatisches eintritt, wo man nicht sagen kann, das ist jetzt das kultivierte Ich, was die ganzen Modalitäten des Küssens beherrscht und ausübt. Ja, das auch. Und wir werden sehr gut unterscheiden können, was ein freundschaftlicher Kuss ist, ein Küsschen, Küsschen auf einer Vernissage, ein Ehekuss oder ein Begrüßungskuss oder ein Hochzeitsvollzugskuss bei einer Zeremonie oder ein Bruderkuss oder ein Kuss zwischen Papst und einem Kardinal. Gegenüber diesen hingerissenen und überwältigenden Kusssorten, die in der leidenschaftlich-erotischen Beziehung da sind und die am ehesten haben noch Kontakt zu diesem vulkanischen Untergrund unserer Selbst, wo man sagen kann, dass die Triebe natürlich das an uns sind, was immer eine Tendenz zum Ungezähmten und Zügellosen haben. Aber das ist auch der Motor unserer Leidenschaft, unserer Motorik, unserer Dynamik. Und ohne das würden wir eigentlich findungslose Langweiler sein. I've been in love before, it's true. Er bog ihren Kopf zurück, drückte sie an sich und küsste sie. Some old woman's taught me how. Er fühlte, wie sie zitterte, als er sie küsste. Und er presste ihren ganzen Körper fest an sich und fühlte durch die zwei Khaki-Hemden hindurch ihre Brüste an seiner Brust. I've been in love before. Er öffnete die Knöpfe ihres Hemdes und beugte sich nieder. Und beim Mund kann man sagen, dass wenn man etwas in den Mund nimmt, was ja die Säuglinge immer tun, nämlich sie erkunden dadurch, dass sie alles in den Mund stecken, was ist eigentlich Welt? Es ist ein Welterschließungsorgan ersten Ranges, aber sie fühlen dadurch nicht nur das Andere des Anderen, sondern immer zugleich sich selbst im Unterschied dazu. Der Mund spürt sich immer selbst. Und das ist etwas, was eine ganz fundamentale Leistung ist, damit wir überhaupt diese Differenzwahrnehmung zwischen Fremdheit und Eigenheit leisten können. Also auch das, was als soziologisches, ethnologisches, psychologisches Thema immer eine Riesenrolle spielt, das Eigene und das Fremde, wird zuerst im Mund gelernt. Es geht um die Leidenschaft, die aus dem Mund und von den Lippen kommt, um den Kuss in dieser Sendung. Doch der Kuss, ein körperliches Ereignis zwischen Kultur und Natur, wird von manchen Naturwissenschaften an die ganz basale Funktion des Fütterns geknüpft.
Die Vögel küssen und füttern sich. Im Atzkuss heißt es. Die Verhaltensbiologen glauben, dass das eigentlich aus der Situation kommt, wo die Jungen gefüttert werden durch die Alten. Und das ist besonders bei Vögeln der Fall, wo gewissermaßen die vorverdaute, im Schnabel oder in einem extra Beutel aufbewahrte Nahrung gewissermaßen übergeben wird in den geöffneten Schnabel des Jungen. Das sei gewissermaßen die eigentliche Ursprungsszene dessen, was Küssen ist, wo es nicht mehr um Ernährung geht, sondern um einen anderen Austausch. Es ist ja auch nicht mehr eine Unilinearität, nämlich von der Mutter in das kleine junge Vögelchen hinein, sondern es ist ja eine Wechselseitigkeit, was das Küssen angeht, wo gewissermaßen auch Aktiv und Passivität verteilt sind, wo auch das Aggressive und das Zärtliche in einer Balance sind und wo auch man nicht reden kann davon, dass es so etwas wie eine Hierarchie wie zwischen Eltern, also dem Vogeleltern und dem Vogeljungen geht, sondern um eine Reziprozität, also eine Augengleichheit. Und die äußert sich in einer Art von Mundgleichheit. Nicht Augenhöhe, sondern Mundhöhe gewissermaßen wird eingehalten. Und das ist schon etwas ganz anderes, sodass man sagen kann, mit dem menschlichen Küssen, was es im Tierreich wenig gibt, sind wir meilenweit von dem sogenannten ernährenden Küssen hinaus, was die Verhaltensbiologen bei den Vögeln entdeckt zu haben, glauben. Er soll mit der Zunge oben und unten die Zähne berühren, den Gaumen soll er mit der Zunge berühren, indem er sie nach oben streckt. Der Zungenkampf ist eine gegenseitige Tätigkeit. Sie ist von vierfacher Art: Küssen des Mundinneren, Zähnekuss, Zungenkuss und Gaumenkuss. Die Zunge ist ein Erregungsorgan, passiv und aktiv. Sie kann züngeln und sie kann bezüngelt werden und wird dabei zu dem Medium einer erotischen Erregung. Und der Zungenkuss, das ist das, was für die Frühpubertät jene Grenze ist, die man überschreitet. Und von da hat man fast eine Art von Einweihung in das erotische Leben schon erreicht. Der nächste Schritt ist dann der Koitus. Aber der Zungenkuss ist der Königskuss, nicht? Das um ihn herum ist alles andere an Küssen und Zungenaktivität organisiert, was mit Erotik zu tun hat. Und von diesem erotischen Zentrum her wird natürlich auch diese benachbarte Funktion, nämlich dass das Schmecken durch die Zunge organisiert wird, das wird zu einem Einfallstor, dass das Erotische in das Gastrosophische einfließt. Das Essen ist ihm selber dann ein erotischer Akt geworden und kann auch bis zur Fresssucht führen oder zum Saufen gewissermaßen, dieser Einverleibungslust. Und das liegt an dieser engen Benachbarung der Ernährungsfunktion und der erotischen Funktion im Mund. Man grüßt den, der sehr, sehr romantisch ist. Heaven. Der eine gute Frisur hat. I'm in heaven. Die schöne Augen haben, küsst man. Dance, cheek to cheek. Take it, Ella, swing it. Der erste richtig tolle Kuss. Heaven. Das war dann schon mit allem drum und dran und sehr feucht irgendwie. Und habe ich eigentlich auch schon wieder verdrängt. Der eigentlich richtig tolle erste Kuss war auch mit einer meiner ersten großen Lieben, also so mit 20 oder so, war ich sehr verliebt. Und auch nach Silvester, am Neujahrsmorgen, wir hatten gefeiert die ganze Nacht und gingen morgens früh wunderschön über die verschneite Berner Altstadt runter. Ja, wir hielten uns an der Hand. Heaven, I'm in heaven. Und es war sehr kalt und ich war aber trotzdem, mir war überhaupt nicht kalt, was echt selten ist, weil ich sonst echt schnell friere. Die Sonne kam langsam wieder hoch und so, es wurde langsam wieder hell. Und da haben wir uns unter einer Laterne wirklich sehr schön und sehr lange, eigentlich so ein richtig toller erster Kuss in dem Sinne, wo alles stimmt mit dem Gefühl und dem Küssen. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak.
Ich war in der Bibliothek der Akademie am Schillerplatz, um mich vorzubereiten für ein Werk über Leonardo da Vinci, das ich schreiben wollte. Und in der Nähe war ein älterer Herr, der mir sehr gut gefallen hat und auch immer dort gesessen ist, aber ich habe nie mit ihm gesprochen, gar nichts. Eines Tages ging ich wieder, weil ich fertig war, am Gang hinaus. Da kam dieser Herr hinter mir her, hat mich gepackt, hat mich umgedreht und hat mich an sich gedrückt und hat mich abgeküsst. Und ich habe den Kuss etwas überrascht, aber doch erwidert. Und in 5 Jahren habe ich ihm 4 Kinder geschenkt. Die erste Liebe und der erste Kuss, das mag eine himmlische Erfahrung sein. Vielleicht auch nur eine paradiesische Fantasie. Denn hinter Verzückung und Zärtlichkeit verbirgt sich doch auch das Zermalmen und Zerreißen, die Todeszone im Kuss. Davon erzählen Geschichten der Liebe in Literatur und Musik. Die Meerjungfrau Undine gibt in der gleichnamigen Erzählung von Friedrich de Lamotte Fouquet ihrem Menschenmann, der sie verraten hat, den letzten Kuss. Undine wird wieder zu Wasser, verschwindet im Schaum einer Welle. Das ist die romantische Version dieser Gefahr, die im Kuss steckt und hinter der die Zähne lauern und der Schlund. Die Zähne sind der bewaffnete Hüter des Mundes, heißt es bei Elias Canetti in seinem Werk Masse und Macht aus dem Jahr 1960. Dass aber im Kussmund die Zähne auch das Verdauungsorgan sind, mit dem sich Liebende quasi zum Fressen gern haben und sich symbolisch einverleiben, erläutert Hartmut Böhme und verweist auf uns Menschen als Kannibalen. Nun ja, der Kannibalismus ist weltweit verbreitet gewesen, selbstverständlich. Und das Küssen ist eine spätere Errungenschaft. Das haben die Urvölker nicht gemacht. Das haben wir erst lernen müssen im Rahmen der allgemeinen Verfriedlichung durch Kultur. Und die Sexualität ist ziemlich kurz, abrupt und brutal gewesen und stand eigentlich in dem Dienst von so etwas wie einer Triebabfuhr, die völlig egozentral abläuft. Und so lief es auch mit dem Metabolismus, also mit dem Stoffwechsel, wo es nur darauf ankam, ein Objekt zu ergreifen und zu verschlingen. Und alles das haben wir irrsinnig kultiviert, indem wir dann den Verschlingungstrieb gewissermaßen gezähmt haben in gastrosophische Kultiviertheit der feinsten Hochküche, nicht die ja ein Stück unserer Kultur überhaupt darstellt, wie auch all jener verfriedlichten Sitten, die wir zu den Normen unserer zwischenmenschlichen Objektbeziehungen gemacht haben. Küsst die Achtung, Freundschaft auf die offene Stirn, auf die Wange Wohlgefallen, selige Liebe auf den Mund, aufs geschlossene Auge die Sehnsucht, in die hohle Hand Verlangen, Arm und Nacken die Begierde, überall sonst die Raserei. Dass man beim Küssen natürlich auch die Angst empfinden kann, der andere will einen verschlingen und man verliert sich in ihm, man wird hineingesogen und verliert sein Ich. Das sind aber auch die Ängste, die in dem Phantasma der Vagina dentata, also der bezahnten Vagina, drin sind. Oder auch, was den Oralkuss angeht, wo Männer ja auch immer die Angst davor haben, die Frauen könnten zubeißen und der Schwanz ist ab. Also der Kuss kann auch kastrierend sein, er kann verschlingend sein, er kann kannibalistisch sein. Und wir haben eine dramatische Situation oder wir können sagen, je näher man an diese Grenze rankommt, haben wir die Möglichkeit, im Küssen selber so etwas wie eine Angstlust zu erfahren. Und das ist die Ambivalenz, die gewissermaßen ein bisschen komplexer ist als die simple Lust, die bloße Positivität einer Zuneigung und einer Liebe, sondern das ist etwas, wo man sagen kann, wir sind uns darin unserer Identität nicht mehr sicher und wir können an uns wahrnehmen, dass wir den anderen verschlingen oder der andere uns. Und das ist ein Spiel, das hin und her geht und was eben auch diese zerreißende, aber auch höchst spannende Doppelemotionalität hervorruft, nämlich die Angst. Küsse, so wissen wir von Kleists Penthesilea, können sich in Bisse verwandeln. Das Saugen und Beißen, das Lieben, Necken und Verletzen, das kann alles nah beieinander liegen. Weil
weiß wie frisch geschorene Schafe, wenn sie aus der Schwemme steigen, glänzen prächtig deine Zähne. Wie ein scharlachrotes Band ziehen sich deine feinen Lippen. Wie honig ist dein Mund, mein Schatz, wenn du mich küsst. Und unter deiner Zunge ist süße Honigmilch. Das, was hier im Hohelied der Bibel besungen wird, ist nicht etwa die heilige Liebe als eine transzendentale, göttliche Kraft. Was sich da zeigt, ist die Körpersprache der Küsse und der Liebenden in all seiner Sinnlichkeit bis hin zum Koitus. In einem Kuss ist immer so etwas wie ein Einverleibungsphantasma drin. Und es ist ja gerade sozusagen die Grenzhaftigkeit des Küssens, dass man die Zähne nicht einsetzt als das, was sie auch sein können, nämlich das Aggressivste an uns überhaupt, versehen mit der stärksten Muskulatur, die wir im Körper haben. Also das Zubeißen ist ein hochgefährlicher Akt und man ist immer gewissermaßen auf der Grenze zwischen einer totalen einverleibenden Kriegserklärung gewissermaßen an den anderen und einer Form der zärtlichen Tastatur, die anders funktioniert und in der so etwas wie Intimität und Vertrauen vorausgesetzt wird, dass der andere nicht etwa zubeißt. Das gilt für alle Formen erotischen Begehrens, dass darin so etwas wie eine Art Vertraglichkeit wirkt, nämlich dass der andere nicht die Chancen auf Zerstörung des Objektes nutzt, die in der Erotik immer gegeben ist. Und das ist ja genau der Punkt, der manchmal überschritten wird und wo zum Beispiel Penthesilea in ihren Anfällen Achilles gegenüber auch nicht mehr die Modalitäten zwischen Aggression und Zärtlichkeit unterscheiden kann und beides koinzidiert. Und dann kann man sagen, dass Küsse und Bisse sich nicht nur reimen, sondern auch bei ihr koinzidieren und das Aggressive und das Erotische identisch werden. Und damit haben wir eine Form des Erotischen, die in jeder Liebesbeziehung möglich ist und vor der wir uns schützen dadurch, dass wir eine Art Verfriedlichung des Sex betrieben haben, worin die vernichtenden Momente immer mehr ausgeschlossen werden, obwohl wir ja wissen von all den Missbrauchsfällen und den Machtdynamiken, die im Eros wirken, dass diese Momente der Objekterniedrigung und Zerstörung nach wie vor in uns virulent sind, aber in den normal ablaufenden, verfriedlichten und vertraglichten Formen des Erotischen können wir darauf verzichten und es dennoch lieben. Den Kuss nur als liebevolle, erotische Geste zu verstehen, wäre ein grobes Missverständnis. Der Körper und damit auch der Mundraum kann auch zum Schauplatz von Vergeltung, mindestens aber zum Zeichen von Ambivalenz werden, da wo sich Liebe und Aggression kreuzen, wo der Hunger auf den anderen zerstörerisch wird und sich Zärtlichkeit mit Beißlust mischt. Heinrich von Kleist zeigt das mit Penthesilea, der Königin der Amazonen. Küsst ich nicht? Zerrissen wirklich? Spricht. So war alles ein Versehen? Küsse, Bisse, das reimt sich. Und wer von Herzen liebt, kann das eine für das andere greifen. Ja, Ambivalenz oder sagen wir mal die Abgründigkeit, nicht? Also es ist ja sehr schwierig an sich selber das zu akzeptieren, was das Verpönte, auch Verbotene und Destruktive ist. Das ist in unserer Kultur nicht hoch angesehen und in Liebesbeziehungen sowieso schon nicht. Aber wer sich kennenlernen will oder auch gar nicht anders kann, als sich kennenlernen muss, weil er überwältigt wird, manchmal von Triebimpulsen, die ihn überwältigen und die solche Dinge an den Tag bringen, gewissermaßen Urgestein unserer Früh- und Vorgeschichte, sowohl biografisch wie auch phylogenetisch, dann sind wir mit etwas konfrontiert, was man eine tiefe Ambivalenz nennen kann, nämlich dass eigentlich jede zärtliche Strebung gekontert wird von solchen der Aggression, der Einverleibung und Zerstörung. Es gibt also nichts zu verharmlosen am Kuss und am Menschen. Ob er nun von Natur aus gut oder böse ist, ist für Kulturanthropologen, Psychoanalytiker oder Philosophen längst keine Frage mehr. Beide, destruktive Wut wie satte Seligkeit, kommen aus dem Mund und von den Lippen.
Der Oralsadismus, betont Hartmut Böhme, bei dem Zähne und Aggression legiert werden, ist stammesgeschichtlich wie psychogenetisch ein Erbe, das im Interesse des Zusammenlebens der Kultur kanalisiert, sublimiert, gezähmt und beherrscht werden muss. Die Burgschauspielerin Sylvie Rohrer erinnert sich an eine Art teuflische Mund-zu-Mund-Fütterung auf der Bühne. Ich hatte etwas Ähnliches wie eine Kussszene, die ich sehr gerne gespielt habe. Das war in Black Rider. Und in Black Rider habe ich den Teufel gespielt. Und die Geschichte in Black Rider ist die, dass der Teufel dem Wilhelm diese verzauberten Kugeln für sein Gewehr schenkt, damit er schießen kann. Der Wilhelm kann nicht schießen, kann aber das Käthchen nur heiraten, wenn er trifft, wenn er richtig gut schießt, und hat diesen Bund mit dem Teufel. Und das war bei uns wirklich plastisch so, dass ich so 7 Holzkugeln hatte, die ich mir alle in den Mund steckte. Und die ich dem Wilhelm dann, also bei so einer, nach einer großen Szene, wo der Wilhelm kommt und um diese Kugeln bettelt, was auch in Black Rider so eine Analogie hat zur Droge. Also er brauchte dann auch einen Schuss und noch einen Schuss, ja. Und dann kam eine riesen Metallkugel quer über die Bühne geschwungen und löste das ganze Drama aus. Und so fing das ganze Stück eigentlich an. Und da war dann so ein Höhepunkt, wo ich ihm diese Kugeln eigentlich eins nach der anderen von Mund zu Mund füttere. Also auch so eine Art von Kuss, der eigentlich die ganze Beziehungsgrundlage von Teufel und Wilhelm in einem beschreibt. Küssen bedeutet Nähe, Erlösung, Trost oder Ehrerbietung. Küsse ihre Hand, Madame. Und träume es bei ihr Mond. Ich bin ja so galant, Madame, doch das hat seinen Grund. Hab ich es dir vertraut, Madame, und ihre Sympathie. Wenn sie erst auf mich bauen, Madame, ja, dann sie werden schauen, Madame, küss ich statt ihrer Hand.